Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK Survival Evolved. Heute geht das richtig los. Gestern haben wir nämlich die Bowler hergestellt und heute geht das Fangen los. Hoho, viel Spaß. So, mein lieber Parasaurus, jetzt wirst du gefangen, mein Freund. Jetzt wirst du gefangen, ey. Das arme Vieh. Ach, hier oben ist sogar noch ein Parasaurus. Cool. Der muss hier irgendwann dem... Noch ein Parasaurus. Also hier oben ist echt so ein Paradies, ne? Paradies. Ja, genau. Oh Gott. Was? Der Stego hat sich gerade weggestellt. Ich musste aufhören zu schlagen, nicht, dass er wild wird. Ja, so wie mit dem Langhals. Er hat sich gerade voll in mich reingestellt. Die Potsau. Ja. Ich kenne das. Ich will den Baum abfällen und dann stellt sich der Langhals mir in den Weg. Und beschwert sich, dass ich ihn schlage. So. Stego nervt mal wieder, ey. Ach, schön, Level up. Parasaurus natürlich. Genau. Da ist er. So, was brauchen wir dafür? Ich habe, wie viel Leder habe ich jetzt? 54 Leder habe ich am Start. 80 Leder brauchen wir. Okay, fast. Ein bisschen muss ich noch holen. Fasern und Holz, na gut, ist ja egal. Ist ja egal. Und eine Trainingspuppe. Aber die braucht mir zu viel Stroh, das brauche ich selber. Und als nächstes kommt dann schon ein Bogen, mit dem ich nicht umgehen kann. Aber immer noch besser als nix. So, dann fange ich mal direkt den nächsten Para. Würde ich mal sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, hier oben rennen auf jeden Fall ein paar rum. Und bis jetzt sieht es recht friedlich aus hier. Ja, die einzige Nervensäge ist ja tot. Ja. Haben wir ja kaltblütig umgebracht. Nenn nicht wir. Das war die Maulwurfsratte. Psst. Ich war das. Ich war so mächtig, dass ich ihn angeguckt habe und er umgefallen ist. Genau, du hast ihn tot geguckt. Genau. Der Zero hatte den tödlichen Blick. So lobe ich mir das. So, wie sieht's aus langsam hier? Und dann können wir gleich endlich wieder reiten, auch wird das schön. Oh. Ja, da freue ich mich auch schon voll drauf. Dann geht das Bauen noch wieder viel schneller. Auf jeden Fall. Ich freue mich aber auch, wenn ich wieder mein Schutztier habe. Dein Schutztier? Der Parasaurus kann dich nicht wirklich beschützen. Nein, mit Schutztier meine ich ja auch den Raptor. Ich sehe schon, wie oft er sterben wird, ey. Der arme Raptor. Raptor? Raptor, ja. Beschützt mich und läufst weg, weißt du? Ja, genau. Ja, so läuft das. Der ist selbst schuld, wenn er sich von uns zähmen lässt. So, ich bin hier bei dir. Komm, wir holen jetzt diesen Para. Bei dir? Hol den Knüppel raus. Oh Gott, warte. Ich hab den nicht auf der Schnelltaste. So, Knüppel aufs im Sack. Der ist 24, der wird ein bisschen länger dauern. Ja, ich mache auch nur 2 Schaden. Ja, es geht ja nicht um den Schaden. Weil die Keule betäubt ja. Wenn du mehr Schaden machen würdest, könnten wir ihn umbringen. Hatte ich schon mal mit einem Dodo, als ich nur auf Stärke geskillt habe. Habe ich einen Dodo mit der Keule umgebracht. Mit einem Schlag. Okay. War ein bisschen cool. So, ich habe noch so eine, guck mal hier, so eine Nekrobären. Habe ich auch noch welche. 60. Wir brauchen. So, selbst mal betäubt. Wenn du lila Bären hast, die ihm geben. Weil die geben die 10 Minen schneller. Naja, habe ich ja gerade. Ja? Also. Ein paar wahrscheinlich nur. Ich hatte nur 5, ja. Dann sammeln wir jetzt noch ein paar.
Oder meinst du diese Mayo-Beere? Also diese, Genau. nicht diese schwarze? Ach so. Die lila, ne? Weil die, wenn sie die essen, geht's schneller. Oh, Todesalarm! Alter Schwede, ich töte sie alle. Warum? Mehr Leder! Ja gut, stimmt. Brauchen momentan das Leder. Ganz, ganz dringend. Was? Ach so. Oh Gott, ich dachte gerade, du wurdest getötet, aber du hast nur getötet. Ja. Das stimmt. Deswegen werde ich gleich auch ein, zwei Parasaurus töten. Nein. Willst du nicht lieber die Schildkröte töten? Also ich meine, okay, die ist ein bisschen stärker, ne? Oh Gott, jetzt kann ich meine Axt nicht reparieren. Was brauche ich dafür? Feuerstein. Ich finde Steine in der Nähe. Steine? Na, die liegen da noch überall rum und dann. Ja, ich brauche einen Stein zum Abbauen, damit ich da. Ah, da, Feuerstein rausbekommen kann. Oh. Oh Gott, 17% gezähmt. Wow. Ups. So, bei, warte mal, wir können ja noch. Geht ja alles So, kaputt. hoch. Gott, habe ich mich gerade vor der Schildkröte erschrocken. Mann. So, Leder. Wir brauchen insgesamt 160, ne? Für zwei Sättel. Waren das 80 pro Sattel? Ja. Nicht gerade wenig. Ja, stimmt. Jo. So, noch ein paar lila Beeren gefunden. Liter? Lila. Achso, ich habe ein paar Liter Beeren. Ja, natürlich. Oh, Erdbeben. Oh mein Gott, danach bin ich bestimmt wieder voll. Dann kannst du ja später den Parasaurus geben. Jo. Ey, die wollte ich aber nicht jetzt runterschmeißen. Edelsteine. Ich hoffe, die kann ich wirklich mitnehmen. Nicht, dass mich gleich was angreift. Okay, gut. So, erster Sattel haben wir schon mal. Oh, 30 Leder geben so ein paar was aus, das ist so cool. Die Ärmsten. Wir müssen sie halt sterben für uns, was ist denn los, ey? So, jetzt bin ich zu lahmarschig für das Erdbeben. Überladen? Ein bisschen. Also noch nicht so ganz, aber Wie so ein lange braucht bisschen. der Parasaurus denn noch? Oh Gott, 50%, Ja, ja schon gut. noch. Da lohnt es sich eher nach unten zu laufen. Aber was du machen kannst, ist dein Viech runterwerfen und ihm ein paar Sachen geben. Stimmt. Los, Bullpink. Darfst ihn dann nur nicht wieder Du bist aufsammeln, dran. weil du sein Gewicht natürlich auch trägst. Das stimmt. Aber er kann dir Egal, komm. hinterherlaufen. Komm, nimm Edelsteine und überhaupt. Level 25 sogar schon, nicht schlecht. Ach, was frisst er denn überhaupt? Yay, mein Parasaurus ist schon da. Du, was frisst denn der überhaupt? Frisst der Bären? Ich glaube, den habe ich Bären gegeben. Bin mir nicht Gut, mehr so der hat sicher. ja. Der hat nämlich gar kein Essen in seinem Inventar, der Arme. Oh. Der Arme, der tut mir gerade voll leid. So, Parasaurus. Optionen, Name ändern. Ihn. So, sehr schön. Für alle im Chat, wenn ihr natürlich umbenannt werden wollt in so ein Tier, könnt ihr natürlich Bescheid sagen, wenn ihr so ein Parasaurus sein wollt. Sagt mir einfach Bescheid und ich werde euch dementsprechend nennen. Gilt natürlich auch für Regi. Macht ihr auch bestimmt gerne. Natürlich, natürlich. Jeder, der ein Tierchen sein möchte, darf ein Tierchen sein. Mem, mem. Ja,
Verhalten aktivieren. So. Ich komme mit meinem Parasaurus. Hihi. Ja. Ach cool, endlich wieder Lastentiere, das ist gut. Dann sehe ich vor allem auch wieder ein bisschen mehr. Ich weiß noch, das erste Mal, als wir unsere Paras gezähmt haben, losgegangen sind, einfach beide gestorben sind. In den ersten paar Minuten. Echt, das weiß ich nicht mehr. Das war schön. Aber weißt du, was ich witzig finde? Ja. Hier rennen so eine komischen Gürteltiere rum. Ja, ich weiß. Die sehen lustig aus. Nein, oh Gott, oh Gott. Hm? Ich habe ein Parasaurus gerade aus Versehen auf aggressiv gestellt. Oh. Der hätte das nächste Tier angegriffen, wenn irgendwas in der Nähe wäre. Der Bimbo. Ja. Okay. War das ein Wunsch, oder? Nö, das war ich. Immerhin 77% schon. Stirb, du Viech. Hm? Na, ich töte Tiere. Große Tiere. Für Leder. Fragst du jetzt mal, warum? Ich will reiten. Ja. Die tun mir immer leid. Oh, 23 Liter, nice. Super, Rasarus. Kannst du dich mal beeilen mit gezähmt werden? Danke. Das wäre sehr nice. Oh, oh, rote Pilze. Oh Gott, fast reingelaufen. Was? Das ist eine lebendige Pflanze. Ich bleib mal von der fern. Eine lebendige? Ja. Vielleicht droppt die diese Sachen, die Leute abschießen. Das kann sein. Ja, wäre ja irgendwie logisch, ne? Oh, da gehe ich erstmal beim Raptor rein. Oh, 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 nein, nein. Was? Raptor. Der hat aber Angst vor meinem Viech. Nein. Was, vor dem Para? Verhalten. Die haben doch sonst nie Angst vor dem Para. Wieso läufst du mir weg? Bleib hier! Ich will dich zähmen! So. So, los, komm. Oh, hin. Shit. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Schildkröte. Mann, erschreck mich doch nicht so. Jedes Mal das Gleiche. Parasaurus, töte ihn bitte nicht. Ich weiß, er ist ein Feind und so, aber... Ich hab doch meinen Parasaurus neutral eingestellt. Wen willst du denn jetzt töten? Oh. Ich glaube, mein Parasaurus ist tot. Ach, Mensch. Aber dafür hole ich mir einen Raptor. Ja, schaffst du das? Eventuell, ja. Ja, sorry. Aber da muss ich jetzt dich schlachten. Tut mir leid. Tja, na toll. Naja, Parasaurus gegen Raptor tauschen, bin ich immer dabei. Ja, verständlich. So. Nein, da ist noch einer. Oh Gott, was bist du denn? Achso, ein Raptor. Er hat mich umgeworfen. Ich bin tot. Oh nein. Ernsthaft? Alter. Was machst du denn? Ich hoffe, er tötet meinen Raptor nicht. Ich hatte leider keinen Bowler mehr. Hatte ich schon bei dem einen eingesetzt. Okay, wenn mein Raptor jetzt noch lebt, wäre das schön. Ansonsten habe ich gerade alles verloren. Naja, gut. Ich meine, ein paar haben wir ja immerhin. Die anderen hast du getötet. Gut, da gibt's, ich habe ein paar getötet. Ein. Ach so, ich dachte, die anderen auch noch. Es waren nur große Tiere. Die wir nicht brauchen. Nicht so sehr. Hallo. Ich muss mein Leder wiederholen.
hoffe, er hat meinen. Die sind ja eigentlich, sind das ja Raptoren so untereinander friedlich, oder nicht? Theoretisch ja. Warum? Okay. Weil er sonst meinen Raptor gleich frisst, der auf dem Boden liegt. Ach so, ja, das wäre natürlich blöd. So. Ein Raptor kann aber einen umstoßen, habe ich gerade gemerkt. Das ist ein bisschen uncool. Okay. So, jetzt geht's mir wieder gut hier. Kommt. Scheiße, da ist die Pflanze. Ich muss mich gerade irgendwie zu meinen Sachen. Okay, der Raptor liegt da noch. Ich hoffe, er ist nicht tot. Hast du überhaupt rohes Fleisch dabei? Ja, ich habe mir einmal rohes Fleisch gegeben. Ich hatte 25 oder so dabei. Ach so. So, wie nehme ich jetzt alles mit? Ja, es folgt mir. Cool. So, Herstellung. Ich brauche schnell einen Bowler. Was brauche ich dafür noch? Steine. Hast du den Sattel denn jetzt wieder mitgenommen? Ich hatte noch keinen Sattel. Ach so. Ich dachte. So, wenn der Raptor jetzt kommt, bekommt er aufs Maul. Dann nehme ich einen Bola, du Sack. Dann bist du auch gezähmt. Der ist aber auch cool gewesen, der war grau. Der Raptor? Ja. Und der war Level 6. Und meiner hier, den ich hier habe, ist Level 22. Das heißt, der Raptor Level 6 wird wahrscheinlich einfacher sein. Ja, das kann sein. So. Was? So, ach, du hast sogar schon einen Namen gehabt. Was? Sehe ich gerade. Lena Levo? Für was? Oder Dodo. Der heißt so. Ich habe einen random Namen gegeben, ja. Ach so. Okay. So, lieber Raptor, du wirst jetzt auch gezähmt. Komm mal her. Du bist cool. Dich will ich haben. Kannst du den Starken haben und ich nehme den Schwachen meinetwegen. Keine Ahnung, ist mir. Oh, er hat mich umgeworfen. Aber ja. Das ist aber ein ganz komischer. Ich bin tot. Ich habe meine Sachen nicht angezogen. Ach man. Er hat mich umgeworfen, während er gebowlert war. Okay, das ist fies. Ich laufe zurück. Die Sau kriege ich, ey. Ich krieg die Sau. Das akzeptiere ich jetzt gar nicht. Der ist so cool. Ich will auch so einen Sprungangriff auf Gegner machen. So. Siehst du, da ist noch ein Parasaurus. Ich sehe den doch. Ja, das ist doch gut dann. Ich habe auch Angst, dass wenn gleich mein Raptor gezähmt ist, dass der andere Raptor kommt und meinen Raptor umbringt. Das wäre okay. Cool. Ja, so ein bisschen. Ich sehe die Spinne springen. Das die hat Spaß, ne? Das sieht wirklich so aus, als wenn die da rumspringt und Spaß hat. Yay! So, hast du noch Fleisch, Kleiner? Yay. Oh, da ist noch Fleisch. Ah, cool, jetzt ist sie im Wasser versunken. Jetzt kommt sie wieder hoch. Sie sieht wirklich aus, als wenn sie Spaß hat. Sie sieht aus wie ich das erste Mal, wenn ich im Wasser bin und erstmal denke so, yay! Vor allem kann die voll cool hochspringen, ne? Mhm. Jetzt voll gut. Geh weg von meiner Leiche, du Bastard. Ist ein Geduldsspiel hier. Ja, ich merke schon. Schleichmodus. Oh, ich glaube, er hat mich. Scheiße. Nein. Okay. Ich will den Typen haben, der ist so cool. Ich werde ihn zwar Arschloch nennen, weil er mich jetzt schon zum dritten Mal getötet hat, aber ich will ihn haben. Okay.
Ich krieg den, Leute, ich krieg den. Bei meinem Namen. Er wird mir gehören. Denkst du? Denkst du? Er muss nur ein bisschen weiter weg sein von meiner Leiche. Dann hole ich meine Leiche und kann einen neuen Bowler bauen. Das Problem ist, er springt mich sofort an. Weißt du? Und ja, dann kann ich mich nicht wehren. Hm. Ich hatte ihn ja schon am Bowler. Das ist das Ärgerliche, weißt du? Ich hatte ihn schon. Er war schon quasi mein. Tja. Ist immer nicht so einfach, ne? So, wie geht's meinem anderen Raptor? Nein. Was? Ja, oh, der andere Raptor kommt wieder, er will mich. Tja, das ist wie bei Katzen, ne? Katzen suchen sich auch immer ihre Herrchen aus. Ja, tschüss. Ist das denn ernst, Mann? Na, jetzt ist er wenigstens von meiner Leiche weg. Oh, Mann. Ich muss den bekommen, noch bevor mein Raptor wiederbelebt wird. Ja, Freunde, und das war's auch schon für heute. Komplikation über Komplikation. Ich habe mein Parasaurus verloren. Dann war ich mitten am Zähmen eines neuen Raptors und dann greift mich ein anderer Raptor an. Ob mich einen der Raptoren zähme oder vielleicht sogar beide, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Haut rein!